Oh, mein Baumhaus, wie siehst du aus? Oh, 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 oh. Schon so lange nicht mehr hier gewesen. Ach Gott. Aber hier waren die Wildschweine. Sehr schön. Oh, im Groben und Ganzen, nach dem Stürmen, sieht das doch noch ganz gut aus. Oh. Ja. Ich würde sagen, angekommen. Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder ein Baumhaus-Video von mir. Ich war jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr hier, wie man auch sieht. Es ist schon ganz schön eingestürzt. Ah, verdammt. Ich habe sowieso noch einen Plan heute. Ich wollte das noch ein bisschen umändern. Mir gefällt die Unterkonstruktion mir noch nicht. Das heißt, alles nochmal zurückbauen und nochmal von vorne starten. Es ist jetzt schon 13.50 Uhr. Ob ich das schaffe? Bleibt dran und ihr werdet sehen. Ah, na gut. Da unten liegt auch noch ein bisschen was von der Vorderwand. Da müssen wir mal gucken. Kriegen wir schon wieder hin. Erstmal muss das alles runter. Alles. Und dann habe ich vor, von dort nach dort einen Balken zu legen, so dass ich hier in der Mitte dann auch noch so einen Längsbalken reinkriege, was natürlich dann die ganze Konstruktion an sich stabiler macht. Ja, wie ich das genau umsetze, weiß ich noch nicht. Vielleicht beziehe ich diesen Baum noch mit rein. Da muss ich mal gucken. Auf jeden Fall muss es erstmal alles runter, alles abgeschnitten werden, ein paar Balken sägen und dann geht's weiter. Tja, kleines Zwischenfazit. 20 Minuten später, alles auseinandergenommen. Da liegen die Platten von oben, da die Seitenwände. Und wie gesagt, jetzt kommt so einer rüber und von hier hinten kommt auch einer rüber, dass dann eben mehr Last oben drauf kann, sich das besser verteilen. Dann drückt sich das nicht so doll durch, weil man eben drei Auflagen hat. Das ist viel besser wie zwei, so klar. Habe ich bei meinem anderen Baumhaus auch so gemacht. Warum ich es hier vergessen habe, ich weiß es nicht. Deswegen habe ich das andere extra Probe gebaut. Aber nein, naja, aus Fehlern lernt man, doppelt hält besser. Ah ne, schon das dritte Mal. Jetzt sieht man das, wie ich das meinte, dass ich hier, wie gesagt, drei Grundbalken habe, wo jetzt die Unterkonstruktion drauf kommt, wo man praktisch nachher drauf geht. Nicht die Unterkonstruktion, Mann. Oben die Deckschicht, wo man nachher drauf läuft. Ja, es wird nachher so einiges stabiler sein. Wirkt natürlich dadurch auch etwas massiv groß. Gut, muss ich mit leben, aber so ist es schön stabil. Dann wackelt das nachher oben nicht so doll drauf. Ja, jetzt noch alles festgurten und dann wird nachher noch gekocht. Heute wird frisch gekocht. Was Leckeres gibt's heute? Ja, ein Rezept von Mama. Schauen wir mal. Ich hoffe, ihr habt schon Hunger. Was für ein geiles Wetter. Oh, schön die Sonne wieder draußen. Der Schnee ist endlich weg. Ach, geil. Jetzt kommt langsam der Frühling. Wir haben jetzt so eine Wärmeperiode. Jetzt soll das heute, nee, Sonntag. Morgen ist Sonntag. Nee, heute ist Freitag. Also übermorgen soll das bis zu 16 Grad werden bei uns hier. Mal gucken. Geil.
Ja, jetzt werde ich mir jetzt mal einen kleinen Tee kochen. Ich habe schon Durst. Ich habe schon jede Menge Wasser gesoffen. Ach ja. Dann erstmal warm Tee trinken. Ja, viel sieht man jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt mal ordentlich Gas gegeben. Es ist mir jetzt schon 18 Uhr. Deswegen habe ich jetzt mal nicht mehr gefilmt, sondern Gas gegeben. Die Sonne ist schon lange weg. Und, was soll ich sagen, ich habe es wieder geschafft. Zwei Seiten sind schon mal wieder hoch. Die andere Seite schaffe ich heute nicht mehr, weil mein Band ist leer. Irgendwas ist ja immer. Aber mal gucken, eine kleine Rumtour. Hoppala. Ja. Hier sieht man das jetzt wieder. Jetzt werde ich mir gleich den Tarp aufspannen. Und dann werde ich mich hier vorne hinpacken. Boah, geil. Vorhin sind schon ein paar Rehe lang gelaufen. Mal gucken, wenn ich nachher schön leise bin. Ja gut, ich mache noch Feuer, das riechen die ja wieder. Gut, was soll's. Und jetzt bin ich aber auch ganz schön K.O. Und man, gut, dass das Band auch leer ist. Ich habe keine Lust mehr. Ich meine, das Gute war ja nur, dass ich heute nicht mehr mit der Axt die ganzen Dinger abmachen musste. Weil das schlaucht auch ganz schön. Ja, gut. Tarp aufspannen. Und dann gibt's was Leckeres zu essen. Freue ich mich schon darauf. Ah, Leute, dazu noch einen schönen Tee. Oder ich habe da noch was ganz Spezielles mit.
Tja, und wie ihr schon gesehen habt, was es heute gibt. Schaschlik. Auf dem Feuer gegart. Ich bin mal gespannt. Zu Hause schmecken sie immer so lecker. Mal gucken, wie es so auf dem Feuer wird, ne? Lecker, lecker. Da sind sie, die guten Stücke. Ich muss jetzt noch ein bisschen Glut bekommen. Tja, leider ist aber alles klitschnass hier. Es ist gar nicht so einfach, heute hier Feuer zu machen. Oh. Wie gesagt, der Schnee ist ja gerade weggetaut. Es hat gestern noch geregnet. So, alles nass. Kriegen wir schon irgendwie hin. Irgendwie kriegen wir die Dinger auch schon gar. Boah, ich habe so einen Hunger drauf. Lecker. Ja, endlich mal wieder allein im Wald. Scheiß Auto stören. Man merkt, dass Corona gar nicht mehr so doll ist. Hier fahren schon wieder LKWs, Autos. Ist halt so. Lecker Schaschlik. Pure Energie. Bisschen schwarz, aber lecker. Gefällt mir. Prost. Schöne rauchige Note. Tja, und als Nachtisch gibt es heute sowas. Mehlwürmer. Getrocknet in so ein Gläschen. Bin ich mal gespannt. Boah, sieht schon eklig aus. Mehlwürmer. Ist getrocknet. Schmeckt nach trockenem Pups. Trockenem Pups. Pappig. Geschmack von Pappe. Also. Nochmal. So, ich sitze jetzt schon oben. Was so ein bisschen gemütlich gemacht. Ich werde mich jetzt gleich in meinen Schlafsack verkriechen. Das ist jetzt 8:30, eigentlich noch ein bisschen früh. Ja, Wildschweinegeräusche waren auch schon, war zu hören. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte eher durch den Rauch gedacht, dass die nicht herkommen, aber scheint nicht so zu sein. Gucken, was die Nacht so bringt. Es ist kalt. Aber so kalt ist auch wieder nicht. Wollen wir nicht meckern. Na gut. Ich sag dann mal bis morgen früh. Ich hoffe, dass meine Kamera heute mal durchhält. Akku sieht nicht so aus. Und leider habe ich mein Kabel vergessen zum Aufladen. Oh nein. Na gut. Ich hoffe, das klappt. Ich versuche jetzt noch mal mein Gimbal nochmal nachzuladen. Dass das noch ein bisschen was bringt. Gucken wir einfach mal. Wenn nicht, dann war es das jetzt schon. Ansonsten sehen wir uns morgen früh wieder. Tschüss. Ja, ich werde jetzt mal hier heute abbrechen. Meine neue Isomatte, die ich habe, die macht nicht das, was sie sollte. Arschkalt. Liegt vielleicht auch an dem leichten Wind, der hier durchgeht.
dass sie durch den Chill-Out-Effekt, durch den Effekt halt auskühlt. Ja, das wird nichts. Das ist jetzt hier irgendwie kurz vor 11. Das versucht die ganze Zeit. Hat keinen Sinn. Das wird morgen in den Morgenstunden noch kälter. Würde ich hier nur sitzen und frieren. Das bringt nichts. Folgedessen mache ich jetzt Feierabend. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken und ihr lernt draus aus meinen Fehlern. Und ich sag mal dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.